Hallo meine Liebe, mein Lieber. Ich begrüße dich hier ganz recht herzlich bei den Tagesbotschaften. Vorab möchte ich hier ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch aussprechen. Vielen lieben Dank an euch alle. Ich möchte auch direkt starten mit den Tagesbotschaften. Was darf ich hier erwarten für den morgigen Tag, sprich heute und den darauffolgenden Tag? Zu Beginn möchte ich hier noch einmal für all die, die hier nicht mit in Resonanz gehen, mitteilen, dass dies hier nicht auf ca. 10.000 Leute zutreffen kann. Dies ist eine allgemeine Legung, da mich immer wieder Fragen erreichen. Ich bedanke mich. Ich starte jetzt für dich. Wir haben den König der Stäbe. Der Herrscher und wir haben die Gerechtigkeit. Alle Kartendecks werde ich euch einmal unten in meiner Infobox verlinken. Der Eremit und wir haben die Königin des Feuers. Wir haben den Ring, die Schlange, die Ruten, die Eulen, den Anker, den Bären, die Schwäne. Kinder, bringe deine Liebe zum Ausdruck. Achte auf die Warnsignale, romantische Gefühle. Bleibe aufgeschlossen. Die 6 der Stäbe und wir haben den Mond. Eine Karte möchte noch raus. Angstverbindung. Täuschung. Lachen. Amos-Botschaften. Lausche in dich hinein. Telepathische Verbindungen. Heimliche Verehrer. Göttliche Fügung. Ich gehe einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Die 7 der Kelche. Die 4 der Stäbe. Die Prinzessin der Schwerter. Die Welt. Den Park. Die weibliche Person. Das Kreuz. Den Schlüssel, die Fische,
Und wir haben das Buch. Ich möchte noch eine Karte. Der Magier. Die Fünf der Schwerter. Das Ass der Münzen. Die Karte aus dem Deck, die ich hier wie immer mit in die Deutung hinzunehme. Und wir haben die Mäßigkeit. Was ich hier schon einmal sagen kann, hier geht es um eine Versöhnung, hier geht es um eine Past Life aus der Vergangenheit, ja, und es geht um eine neue Liebe, hier geht es um mehrere Personen einmal, ja, wir haben die Versöhnung, wir haben die neue Liebe, für all die, die sich hier einmal weiterentwickelt haben, für all die, denen hier karmisch jemand begegnet ist, ja, ist diese Allgemeinlegung hier einmal. Du darfst ohne Angst leben. Bleibe optimistisch. Gespräche von Herz zu Herz. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Entzücken, sich verlieben, die Liebenden. Einmal noch von dem Manera Tarot auf das Hauptthema hier an diesem Tag oder eben für die darauffolgenden Tage, je nachdem, manchmal ist es schon passiert, ja, oder eben es kommt jetzt auf dich zu, aber wir legen auf die Zukunft, von daher wird einer von euch hiermit an diesen Tagen definitiv in Resonanz gehen, wenn nicht sogar mehrere. Der Teufel, die Herrscherin, die Vier des Wassers. Und wir haben die Zehn der Luft. Diese Karten hatten wir auch in den vergangenen Tagen. Meine Lieben, es sind alles Karten aus einem Deck von 78 Karten. Ja. Diese Botschaft scheint für den einen oder anderen äußerst relevant zu sein, denn derzeit sind die Energien hier sehr, sehr hoch, was ich auch schon in den vergangenen Tagen hier an euch gebracht habe. Und natürlich sind alle Kartendecks vorab wie immer gemischt und mit den Energien aufgeladen. Einmal Amos Botschaften hier noch für dich. Romantische Liebe, Amos Pfeil hat getroffen. Die Antwort lautet ja. Und wir haben ein Geheimnis. So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich, für den morgigen Tag, sprich heute, je nachdem, wann dich das Video hier einmal erreicht. Gerechtigkeit greift jetzt ein bei dir, bei deinem Gegenüber, je nachdem, wie du hier schaust. Ja, hier geht es ganz klar um etwas, was in die Balance gebracht wird, etwas, was im Ungleichgewicht hier einmal war. Es geht um gute Absichten, um Fairness, um Ehrlichkeit. Ja, jemand möchte mit dir in eine Verbindung gehen. Ja, wir haben hier die Verbindung. Es geht hier um eine Person, die dich hier heimlich verehrt. Ja, das bekomme ich einmal als erstes mit der Gerechtigkeit. Aber auch, dass von oben jetzt Gerechtigkeit walten wird. Ja. Dann haben wir den Herrscher. Mit der Karte der Gerechtigkeit und dem Herrscher ist es hier einmal so, dass es etwas von oben, was sehr, sehr stark jetzt eintrifft, die Gerechtigkeit für Ordnung jetzt sorgen wird, bei dir oder bei deinem Gegenüber. In jeder Situation, was du dich hier gefragt hast, ja. Es geht hier um eine göttliche Fügung, das Gericht
wird jetzt walten. Man greift jetzt hier ein vom Rücken. Das mit der Karte der Herrscher. Dann haben wir den König der Stäbe. Hier geht es um Mut. Ja, man möchte dich hier in einer Verbindung etwas näher bringen. Ja, man möchte auf dich zugehen. Man ist hier teils in seinem Optimismus. Ja, aber ich bekomme die Karte auch in Kopflage rein, dass man hier immer so im Wanken ist. Ja, einerseits hat man den Mut und ist hier in der Autorität. Andererseits ist man hier in Kopflage. Man zieht sich hier durch die Schlange, was wir hier haben. Ja. Es ist einmal so, dass man sich dadurch durch diverse Gifte hier, ja, es könnte auch eine Co-Abhängigkeit sein, es könnte eine Krankheit sein, es könnte Drittpersonen sein, die hier umschlungen haben. Wir schauen gleich weiter in den weiteren Karten. Aus dem Grund bekomme ich diese Karte in der Kopflage und das beinhaltet einmal, dass man seinen Optimismus hier umschwenkt mit der Karte des Gleichgewichts, ja, in den Pessimismus. Das sagen diese Karten mir hier einmal für dich aus. Hier möchte man in eine Verbindung mit dir gehen. In dieser Verbindung, das ist mit euch ganz fest verankert. Ja, es geht hier um eine Seelenverbindung in der Liebe. Des Weiteren haben wir die Karte, die Königin des Feuers. Hier geht es um eine weibliche Person sowie um eine männliche Person. Schaust du hier einmal von Frau zu Frau, bitte ich dich einmal umzudenken, so wie wenn du von Mann zu Mann schaust. Hier gibt es bei der Königin des Feuers um eine Person, die sich hier einer Sache hingibt. Entweder du als weibliche Person oder eben wenn du für dein Gegenüber hier schaust. Man gibt sich hier hin. Einer wahrscheinlich neuen Liebe, je nachdem, ja? Königin des Feuers. Und des Weiteren haben wir die Karte der Eremit. Hier geht es um eine Person. Die Vergangenheit ist schattiert, ja? Man schaut hier, du siehst hier ganz klar das Licht, ja? Dass etwas überflutet. Hier ist sehr, sehr viel Wasser. Hier ist sehr, sehr viel Feuer, was einen auf einen jetzt zukommt. Hier hat einen etwas überrollt. Man hat Schattenthemen hier einmal. Man ist mit dem Kopf nach unten geneigt. Ja, man erkennt sich hier selber nicht mehr wieder. Wie du sehen kannst, ist es kaum zu erkennen. Diese Person hier hat hier kein menschliches Gesicht einmal. Ja, zeigt sich auch. Ich bekomme viel Erschlagenheit rein, Niedergeschlagenheit, sich hier unwohl fühlen durch diverse Gifte hier, ja, in Verbindung aber auch, ja, da wir die Routen haben, wird es hier schnell in eine Verbindung gehen zwischen euch, auch schnelle Treffen werden hier einmal stattfinden. Ja, also man hat sich hier schon in einem ewigen Kreislauf in der Vergangenheit sehr, sehr schlecht gefühlt. Die männliche Person. Die Kinder sind gefallen, ja, einmal Kindheitsthemen, da wir die Schatten haben auf der Karte des Eremiten. Des Weiteren können hier Kinder involviert sein bei dir oder bei deinem Gegenüber, ja. Aber ich bekomme mehr die Schattenthemen auch aus der Vergangenheit. Schau bitte einmal, wie du damit in Resonanz gehst. Hier geht es einmal, wie gesagt, um eine Past-Life-Beziehung, die habt euch schon früher gekannt, ja. Hier wird es in eine Verbindung gehen. Man kommt hier raus aus diversen Giften aus der Vergangenheit, ja, wir haben die Schlange, Detox, das Gift. Mit Beschleunigung wird es hier Treffen zwischen euch geben, ja. Diese Treffen werden hier sehr, sehr leidenschaftlich vonstatten gehen. Wir haben den Mond hier darauf. Diese Treffen werden in den Abendstunden stattfinden. Du hast hier rein intuitiv, weißt du davon, ja, es könnte auch sein, dass du oder dein Gegenüber hier einmal spirituell bist, denn wir haben hier auf den Mond. Man spiegelt sich hier. Du und dein Gegenüber, ihr spiegelt euch hier ganz klar. Und hier hat jemand ein Geschenk für dich, ja? Hier ist eine Muschel drauf, darin ist etwas, aber erst einmal zu der Karte des Mondes, ja? Du siehst hier die Spiegelperspektive einmal, ja? Dass man sich spiegelt, du und dein Gegenüber. Es könnte sein, dass beide hier mit, dass ihr beide spirituell seid, ja. Schau bitte einmal, wie du damit in Resonanz gehst. Und du siehst hier unten, wie sich etwas öffnet. Es liegt hier etwas im Verborgenen, ja. Wir haben auch hier das Buch, hier wird sich etwas vermehren. Hier wisst deutlich beide Tage miteinander zusammen. Und hier in dieser Muschel kannst du etwas entdecken. Hier öffnet sich etwas, ja. Es öffnet sich langsam, aber dann auch sehr impulsiv, intensiv hier einmal. Da wir hier schon die Hingabe und das Feuer, die Leidenschaft auch haben.
Des Weiteren haben wir die Karte 6 der Stäbe. Hier geht es darum, dass man hier in seiner Mitte ist. Auch wieder Zeichen von außen. Du erhältst hier Zeichen von außen, dass hier etwas passiert zwischen euch. Du als weibliche Person gibst dich dem hin, was jetzt auf dich zukommt einmal. Diese Treffen sind fest verankert. Die Liebe zwischen eurer Verbindung ist hier göttlich geführt, denn wir haben die göttliche Fügung. Ja? Mit den Schwänen, wir haben die Zusammenkunft und deinen Seelengefährten hier einmal. Ja? Und man kommt hier, diese Person, der hier in der Vergangenheit regungslos war, stagniert war, kommt jetzt in seine Kraft. Dann haben wir die Karte des Lachens. Man wird hier viel miteinander lachen. Wir haben hier die Angst vor der Bindung. Ja? Aufgrund dessen diverser Themen aus der Vergangenheit hat man Angst, sich zu binden. Ja, man möchte sich hier binden. Es liegt noch im Verborgenen. Es wird zu einer Verbindung kommen, da wir die Schwäne haben und die Kraft und die feste Verankerung zwischen eurer Verbindung. Ja? Aber aufgrund dessen, dass man hier so getäuscht wurde in der Vergangenheit, ja, also du oder dein Gegenüber hast hier gravierende Täuschungen erlitten. Das sagt ja auch diese Karte hier ganz klar aus. Schau dir bitte diese Person hier einmal an. Aufgrund dessen hast du die Angst vor der Bindung, ja, oder dein Gegenüber. Kindheitsthemen hatten wir eben. Bleibe aufgeschlossen, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ja, hier geht es um Gegensätzlichkeiten einmal. Aber es ist geführt und beschützt, da wir die Engel hier oben haben. Romantische Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Man möchte hier dich näher kennenlernen. Ja, wir haben ja auch hier den Ring und die Verbindung. Past Life Beziehung. Man spürt, dass man sich aus seinem früheren Leben hier einmal kennt. Achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Hier geht es darum, hier durch die Vergangenheit, ja, es könnte ein wiederkehrender Kreislauf hier stattfinden. Das darf ich hier nicht ausschließen, da ich es bekomme, ja. Dass man dem Gift hier wieder verfällt. Aus dem Grund, man kommt jetzt hier aus der, man kommt hier in die Beschleunigung, natürlich in die Treffen, in die Kraft, in die Liebe dadurch. Ja? Aber hier gibt es noch Themen bei dir oder bei deinem Gegenüber, wo man hier die Warnung hat. Ja? Aber ich werde darauf gleich einmal Zusatzbotschaften hier für dich erbitten. Und wir haben, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Dann haben wir den heimlichen Verehrer. Also du oder dein Gegenüber wird hier beobachtet oder du beobachtest, je nachdem. Des Weiteren geht es hier um telepathische Verbindungen. Er oder sie denkt gerade an dich und liebt dich. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ja? Also hier fragt man sich, als heimlicher Verehrer, was in den Gefühlen des Gegenüber steckt eigentlich. Ja? Denn man ist hier noch etwas in sich gekehrt. Macht sich hier auch viele Gedanken. Man schaut aber in das Licht. Wahrscheinlich auch, weil die weibliche Person hier in ihrer Mitte ist, in ihrer Leichtigkeit, in ihrer Positivität, in ihrer Macht. Ja? Hier geht es um etwas Machtvolles auch. Ja? Viel Feuer, viel Leidenschaft. Worum geht es bei der Karte? Achte auf die Warnsignale. Bei dir oder bei deinem Gegenüber. Hier geht es um eine Krankheit, also dein Gegenüber oder du, man ist krank. Ja? Wenn du mit dieser Legung hier in Resonanz gehst, ja, dann schau bitte einmal, denn du wirst hier gewarnt vom Außen. Ja?
Es könnten auch diverse Süchte krank machen. Es könnte eine körperliche Krankheit sein. Es könnte eine seelische, psychische, physische Krankheit hier einmal sein. Bitte schau, wie es für dich stimmig ist. Ja, denn die Fliege besagt hier, die Krankheit, prüfe, ob dein Herz frei ist. Ja, ich bekomme eine Krankheit hier, ja, organisch oder eben physisch. Ich gehe einmal weiter für dich auf den darauffolgenden Tag. Hier haben wir die Welt. Hier geht es darum, um Körper, Geist und Seele in den Einklang zu bringen. Man fühlt sich angekommen, man möchte etwas mit dir in den Einklang bringen. Ich bekomme hier wie in einem Stein für Stein einmal setzen. Hier bringt man Körper, Geist und Seele in Harmonie. Man fühlt sich angekommen. Ja, es geht hier um Vereinigung seiner Lebenskräfte. Man vereint sich hier mit seiner Seele, mit seinem Herzen. Aber auch in eine Verwandlung. Du gehst hier in eine komplette Verwandlung einmal. Du verwandelst dich hier. Dann haben wir die Prinzessin der Schwerter. Die weibliche Person ist hier in ihrer Unabhängigkeit. Ja, du fühlst dich ideenreich, von Erfolg gekrönt. Spricht für eine junge Frau. Sehr dynamisch, sehr machtvoll in ihrer Mitte. Du weißt hier ganz genau, was du möchtest. Oder dein Gegenüber. Ja, die weibliche Person. Und wir haben die Vier. Der Stäbe spricht von einer Romanze. Auch wieder von Harmonie, von Lebensfreude. Und du wirst jetzt ernten, was du gesät hast. Das sind wunderschöne Botschaften hier einmal. Des Weiteren haben wir die Sieben der Kelche. Du als weibliche Person darfst hier ins Vertrauen gehen. Ins Vertrauen, was dein Gegenüber anbelangt. Du bist hier auch etwas den Tagträumereien ausgesetzt. Du darfst hier Vertrauen in die Zukunft haben. Ja? Aber bleibe bitte in deiner Mitte, denn du bist derzeit in deiner Mitte. Ja? Wir haben mit der Karte die Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Und das beinhaltet auch die Karte der Herrscherin. Du als die Herrscherin, weibliche Person, bist hier in deiner Macht, wägst hier etwas ab, denn hier kommt jemand aus deiner Vergangenheit erneut in dein Leben, wo man dich um Vergebung bitten wird. Ja. Hier ist aber eine neue Liebe, also für all die, wo eine neue Liebe in das Leben gekommen ist. Ja? Wie du dich hier entscheidest, ja? Was du hier, du wirst hier etwas in den Einklang bringen. Denn du wägst hier ab, du schaust weg, du denkst hier nach, bist trotz alledem in deiner Leichtigkeit. Also hier wird dich jemand aus der Vergangenheit um Vergebung bitten. Und dann haben wir die Vier des Wassers und hier sieht man auch wieder sehr klar darauf, ja, so wie es auch in den vergangenen Tagen war. Eine Person ist hier schon da, ja. Die neue Liebe ist vielleicht schon da bei dir oder deinem Gegenüber. Die andere Person ist noch in Warteposition. Es könnte auch sein, ich bekomme hier viel, dass man dieses spürt, dein Gegenüber. Deine Verbindung, wo du dich hier gelöst hast, wo du in die Heilung gegangen bist, ja, denn wir haben hier das Karma, das Schicksal, was die neue Liebe beinhaltet, aber auch den Leidensweg, ja, er liegt jetzt nicht hinter dir, du bist aber, du gehst den Weg der Erfüllung, du bist derzeit in der Heilung, du bist den Heilungsweg gegangen, denn wir haben die Zehn der Luft und diese Karte sagt ganz klar aus, wir haben auch hier machtvolle Karten, dass du in deiner Macht bist, in deiner Mitte dich befindest, ja. Dass du hier karmische Verstrickungen gelöst hast, ja, denn wir haben das Licht und hier löst sich etwas auf. Und diese Person jetzt auf dich zukommt, nachdem diese Person gespürt hat, dass du einer neuen Liebe begegnet bist, ja, aus dem Grund kommt hier jetzt dein Gegenüber auf dich zu. Und wir haben die Karte 10 der Luft. Also du fühlst dich hier wirklich sehr, sehr leicht, ja. Dir liegt hier die Welt zu Füßen, bekomme ich, ja. Diese Person, die hier zurückkommt, wird dich nicht mehr wiedererkennen, ja. Du siehst hier, wie man äußerst verwundert ist, diese männliche Person hier unten. Und dann haben wir die Karte der Teufel. Ja, hier zeigt sich eine Versuchung. Es könnte sein, dass diese Person hier, die aus deiner Vergangenheit hier zurückkommt in dein Leben, dass dies die Versuchung darstellt, ja. Es könnte auch die neue Liebe sein. Ich bekomme aber mehr, dass du hier die Versuchung bist irgendwo. Ja, mit der Karte. Der Teufel.
Hier ist Vorsicht einmal. Es könnte sein, dass diverse Probleme hier bei dir oder deinem Gegenüber sind, ja, Co-Abhängigkeiten. Es könnte sein, dass diese Person noch in Co-Abhängigkeiten ist. Ja, wir haben das Gift Detox hier, steht für Co-Abhängigkeiten, steht auch für diverse Gifte, denen man sich nicht widersetzen kann. Ja, also bitte vorsichtig. Ja, hier geht es in ein Wiedersehenstreffen bei der weiblichen Person. Karma-Auflösung, ja, hat hier stattgefunden, aber auch die schicksalshafte Begegnung mit der neuen Liebe. Entweder bist du ihr schon begegnet oder sie wird jetzt auf dich zukommen. Hier löst sich etwas auf, ein Karma. Und es geht hier, hier wird man sich öffnen, man wird hier sein Herz offenbaren. Für leidenschaftliche, tiefe Gefühle. Ja. Die sich hier öffnen, denn das Buch und die Gefühle, die Leidenschaft, die Öffnung ist hier einmal gefallen. Ja, das siehst du ganz klar. Und hier wird man sich dir öffnen. Leidenschaft gestehen auch. Denn wir haben die Liebenden. Hier geht es definitiv in ein Treffen. Entweder bist du dieser Person in der Öffentlichkeit begegnet. Ich bekomme hier zwei Szenarien rein. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Der Park steht für Wiedersehenstreffen, aber auch für Treffen mit der neuen Liebe in der Öffentlichkeit, dass du hier jemandem begegnet bist und dass man sich hier verliebt. Wir haben die Liebenden und wir haben das Entzücken. Man ist voneinander entzückt. Der Magier ist gefallen. Hier geht etwas magisch vonstatten. Wir haben das Weiblichkeits- und das Männlichkeitssymbol. Ja, hier wird etwas zusammengefügt wie Yin und Yang. Es ist wie eine Magie. Ja, bekomme ich hier. Des Weiteren haben wir die Karte, das Ass der Münzen. Es sind auch wieder diese Verbindungen. Ja, man hat hier diese drei Kerzen. Man hat sich in den Einklang gebracht. Man kommt hier in ein Bewusstsein, dadurch, dass man sich jetzt hier öffnet, seine leidenschaftlichen Gefühle stellt, mit denen die Fische stehen für tiefe Leidenschaft, ja. Aber auch, dass sich hier etwas vermehrt zwischen euch. Auch eine Verheißung ist mit der Karte das Ass der Münzen. Das Treffen einmal zwischen euch. Wir haben die 5 der Schwerter. Hier geht es um bei diesem Treffen um schnelles Entkleiden. Ja. Geht aber auch darum, dass man hier jetzt ein Risiko eingeht, dass du oder dein Gegenüber, dass das ein gewisses Risiko darstellt. Dieses Risiko wird man aber eingehen, da wir hier schon die Leidenschaft haben und das Ass der Münzen. Und das Ass der Münzen ist eine sehr hohe Karte. Und auch wieder die Magie. Dann haben wir die Mäßigkeit. Du als weibliche Person bist hier gelassen in deiner inneren Ruhe, in deiner inneren Mitte. Siehst dies hier gelassen. Und das ist sehr, sehr schön. Das zeigt auch daran, dass du hier einen langen Weg gegangen bist, der Heilung, ja, komplette Transformation hier durchgemacht hast einmal. Und wir haben die Karte aus dem Deck. Und diese hatten wir auch schon sehr, sehr oft. Und eine wunderschöne Karte, dass man sich hier gemeinsam Essen anreicht, Trinken anreicht, dass man hier wirklich eins ist, miteinander. Ja. Da es eine allgemeine Legung ist, kann ich hier jetzt nicht sagen, mit wem du dich hier, du bist definitiv einer neuen Person begegnet, ja, aber mit wem du letztendlich hier in eins gehen wirst, das wird deine Entscheidung sein. Ja, ja, die Versöhnung, was wir eben schon hatten. Dann haben wir die neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Du darfst ohne Angst lieben. Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Ja, hier sind Ängste aus der Vergangenheit. Ja. Diese Zeit liegt sehr, sehr lange zurück. Wie du sehen kannst auf der Karte, haben wir hier ein ganz anderes Jahrhundert. Und diese Karte, Past-Life-Verbindung, ihr kennt euch bereits aus einem früheren Leben.
Ja, es könnte sein, dass deine neue Liebe und dass jemand aus der Vergangenheit zurückkommt, dass dies einmal auch dein Seelengefährte ist, ja, eine Verbindung aus einem früheren Leben und dass es hier noch Ängste gibt, wie lange zurückreichen. Ja, ihr habt euch früher gekannt, wart wahrscheinlich in einer Verbindung hier und man hat aus der Vergangenheit hier Ängste mitgebracht. Deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete und Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Und hier wird man von oben zusammengeführt. Gespräche von Herz zu Herz, sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Ihr werdet hier ehrlich miteinander kommunizieren. Denn ihr habt ja Vergangenes losgelassen. Ja. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Und du bist in deiner Positivität, ja, in deinem Optimismus hier, in deinen Optimismus gegangen. Aufgrund dessen bist du deiner neuen Liebe jetzt begegnet. Und das haben wir auch mit der Karte romantische Liebe, Amus, Freiheit getroffen. Und dieses beinhaltet auch, dass es hier sich um die neue Liebe handelt, dass hier der Pfeil einmal getroffen hat, ja, was diese Karte der heiligen Verehrer hier auch aussagt. Die Antwort lautet ja, auf was du auch immer dich hier gefragt haben magst. Und wir haben ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden, der Schleier wird sich bald lüften. Also hier hält man noch etwas verborgen, ja, aber du wirst hier Klarheit bekommen, denn das Buch öffnet sich hier zu der Vermehrung. Einmal zu dir, mehr oder weniger. Ja, meine Liebe, mein Lieber, das waren einmal die Tagesbotschaften für dich. Ich bedanke mich hier von Herzen einmal bei dir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, fühl dich umarmt. Bis dahin.